Hallo, in diesem Video wollen wir einen Wert von x berechnen, für den eine Streckenlänge minimal wird. Wir haben folgende Aufgabe, gegeben ist der Punkt a 2, 12 und Punkt bn mit x minus 2x minus 4 liegen auf der geraden g mit der Gleichung y ist gleich minus 2x minus 4. Unter den Punkten bn gibt es den Punkt b1, für den die Länge der Strecke ab1 minimal ist. Berechnen die Länge der Strecke ab1 und den zugehörigen Wert von x. Also um das sich mal kurz vorzustellen, Koordinatensystem. Wir haben eine gerade g mit minus 2x minus 4, sieht vielleicht ungefähr so aus. Und zusätzlich Punkt a mit 2, 12, der liegt hier oben. Und jetzt wollen wir die minimale Streckenlänge herausfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lineal anlege, kann ich natürlich immer den Abstand messen. Mal andere Farbe. Hier, ich lege verschiedene Punkte b fest und messe den Abstand. Wann ist diese Strecke denn minimal? Und dann folgt natürlich heraus, die hier drüben, die sind viel zu lang und ich kriege dann den kürzesten Abstand, also die Länge wird dann minimal, wenn die Strecke von A nach B senkrecht auf der Geraden liegt. Ja, also so sieht es dann aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie berechne ich das? So, ich muss die Länge der Strecke von A nach B1 berechnen. Ich habe keine Dreiecke zur Verfügung, sonst nichts. Das heißt, mir hilft jetzt hier die Formelsammlung weiter. Da gibt es nämlich eine Formel, die mir erlaubt, die Länge einer Strecke im Koordinatensystem zu berechnen. Finden wir auf Seite 14. Springen wir mal hin. Und da heißt es jetzt hier in dem Fall, die Länge der Strecke lässt sich berechnen aus Wurzel aus, die x-Koordinaten voneinander abziehen zum Quadrat plus y-Koordinaten voneinander abziehen zum Quadrat. Ja, das hier ist hier im Prinzip nichts anderes als ein Pythagoras her, die berechnet wird. Und das setzen wir jetzt genauso an, wie es hier steht. Also was brauchen wir? Die Strecke von a nach bn, den b1 kennen wir dann nicht, sondern den müssen wir jetzt noch berechnen. Also von a nach bn ist gleich. Und jetzt einfach stur die Formel ansetzen, die hier drüben steht. X-Koordinaten voneinander abziehen. Ich habe jetzt die Strecke AB. Die Punkte können auch ganz anders heißen, es spielt keine Rolle. Ja, ich ziehe immer die X-Koordinaten voneinander ab und ich würde immer empfehlen, mit dem Punkt anzufangen, bei dem die Variable x mit drin steht, als der Punkt, der funktional abhängig ist, hat einfach den Vorteil, dass man sich eine Minusklammer spart beim Auflösen. Also, markieren wir sie noch, damit wir sie schneller finden. Das sind meine zwei Punkte. Und ich fange an mit der x-Koordinate vom Punkt bn. Also x, ja, die finden wir hier. Jetzt heißt die Formel minus die andere Koordinate, also minus die x-Koordinate von a, minus 2 in Klammern zum Quadrat, plus, wieder Klammer auf. Und jetzt heißt es, die y-Koordinaten voneinander abziehen. Die y-Koordinate von b steht hier und die y-Koordinate von a steht hier. Also minus 2x minus 4. Minus, und die y-Koordinate von a ist 12 zum Quadrat, und die Wurzel drüber. Nächster Schritt ist, dass wir jetzt hier die Wurzel so weit vereinfachen wie möglich. Also große Wurzel, und ja, im ersten Schritt schreibe ich den ersten Teil eigentlich mal schnell ab, weil ich habe hier im zweiten Teil, in der zweiten Klammer, habe ich noch was, das ich zuerst vereinfachen kann, bevor ich weitergehe. So, minus 2x und jetzt minus 4 minus 12 sind minus 16 in Klammern zum Quadrat und die Wurzel drüber. So, jetzt habe ich hier so zwei Klammern mit einem Quadrat drüber und wer sich daran erinnert, das ist nicht anders als binomische Formeln. Die finden wir auch in der Formelsammlung ganz vorne. Können wir auch im Stichwortverzeichnis nachschauen, aber die sind eigentlich relativ weit vorne. Da kommen sie. Binomische Formeln müssen wir jetzt nach der Art und Weise umrechnen. Ich sage immer gern hier, das ist mein erster, das ist mein zweiter. Und jetzt gilt erster zum Quadrat plus zweimal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. So, ziehen wir es durch. Ist gleich Klammer auf. So, ich kann es ja hier mit kleinen Zahlen mal drunter schreiben. Erster zum Quadrat ist x Quadrat. So, ist die zweite binomische Form. Ich habe Minus dazwischen, deswegen wird jetzt hier gleich das Minus eingefügt. Und jetzt gilt hier 2 mal erster mal zweiter. Also 2 mal x mal 2. 2 mal 2 sind 4 und dann noch ein x dahinter, also minus 4x. Und jetzt gilt noch zweiter zum Quadrat, also plus 2 Quadrat und das sind 4. Super, erste binomische Form ist fertig. Jetzt geht an die zweite binomische Formel. Gilt genau das gleiche, nur aufpassen.
Ich habe jetzt hier ein Minus davor und ich habe hier ein Minus davor. Das bedeutet, es ist für die erste binomische Formel. Ja, bei der zweiten binomischen Formel hat 1, jetzt habe ich drüber geschrieben, 1 ist negativ und die andere Zahl ist positiv. Deswegen ist das hier die erste binomische Formel. So, es gilt wieder. Das ist meine komplette 1. Ja, mit Minus und 2 und so weiter. Und das ist meine 2. Wenn ich jetzt also wieder rede von erster zum Quadrat, muss ich das komplette Ding quadrieren. Ja, minus 2x in Klammern zum Quadrat. Minus mal minus ist plus, 2 mal 2 ist 4 und dann kommt noch x Quadrat dazu. So, es folgt hier der mittlere Teil, 2 mal erster mal zweiter. Also plus ist die erste binomische Formel. Jetzt alle Zahlen durchmultiplizieren, 2 mal 2 mal 16. 2 mal 16 sind 32, mal 2 sind 64, also habe ich hier 64x. Und hinten dran noch, 2 zum Quadrat sind 16, Quadrat sind 256. So, hier ist eben wichtig, die binomischen Formeln zu kennen, damit man sich recht einfach tut. Ansonsten die einfach nochmal wiederholen, falls die dann nicht mehr ganz so geläufig sind. Jetzt gilt es vereinfachen, was möglich ist. Hier habe ich ein Quadrat vergessen. So, was darf ich zusammenfassen? Ich habe hier ein x² und habe hier 4x², ergibt also 5x². Dann habe ich hier minus 4x und ich habe hier 64x sind plus 60x. Und dann habe ich noch 4 plus 256 sind 260. Und Wurzel zu. So, mehr kann ich nicht mehr vereinfachen. Jetzt geht es an das Minimum bestimmen. Das wollen wir eigentlich herausbekommen. Wie bekomme ich von diesem Ding das Minimum? Was man jetzt hier sieht, ist ein quadratischer Term. Da nehme ich blau. Das da ist ein quadratischer Term. Und da hat man in der 8. Klasse kennengelernt, wie man die Extremstellen von quadratischen Termen berechnet. Ja, damals mit der, zum Beispiel Taschenrechner mit Kalkmin. Ja, Kalkminimum bestimmen. Aber wir wollen es jetzt rein von Hand machen. Wäre theoretisch die quadratische Ergänzung. Aber da gibt uns die Formelsammlung glücklicherweise noch eine weitere Formel aus, die hier zu finden ist. Ja, quadratische Funktionen, nämlich der sogenannte Scheitelpunkt. Scheitelpunkt ist nichts anderes als der Extrempunkt, also das Maximum oder das Minimum. Und diese Formel muss ich jetzt einfach ansetzen, dann kann ich mir die quadratische Ergänzung auch sparen. Wichtig bei diesem Scheitelpunkt ist nur herauszufinden, ja, ich habe hier ein b, ein a, ein c drin. Also welche Zahlen muss ich für a, b und c einsetzen? Da kann ich einfach weiter oben spiegeln. Nämlich so ist die Form aufgebaut und dann sehe ich, mein a ist der Faktor Form x², b ist der Faktor Form x und c ist die Zahl ohne x. Und genau das gleiche mache ich jetzt hier auch. Ich betrachte den Radikant, also das, was unter der Wurzel steht. Dann mein a ist der Faktor Form x², mein b ist der Faktor Form x und mein c ist der Faktor, die Zahl ohne x. So, und jetzt setze ich den Scheitelpunkt an. S ist gleich. Minus b, b ist 60, also kommt hier rein minus 60 durch 2 mal a, a ist 5, also 2 mal 5. Und für die y-Koordinate folgt c, also 260 minus b² sind 60² durch 4 mal a. Und a waren 5. So, und das muss ich jetzt noch vereinfachen oder du gibst einen Taschenrechner ein. Das schafft auch jeder Taschenrechner, wenn man keinen Gleichungslöser zur Verfügung hat. Machen wir erstmal x-Koordinate. Minus 60 durch 10 sind minus 6. So, und jetzt 62 minus 60² durch 4 mal 5. 4 mal 5 sind 20, ja, tippen wir es einfach schnell durch. 60² durch 20. Und da müsste 80 rauskommen. So, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, weil dieser Scheitelpunkt bezieht sich nur auf das, was hier unterhalb der Wurzel steht. Wenn ich also wissen möchte, wie berechne hier die Länge der Strecke AB, muss ich die Länge der Strecke auch noch in die Wurzel einfügen. Für die x-Koordinate hat es keine Auswirkung, das ist an der Stelle, aber die Länge der Strecke ist jetzt nicht 80, sondern ich muss jetzt daraus noch die Wurzel ziehen. Das bedeutet, wir haben ein Minimal Term, T-Minimum, also eine Minimalstreckenlänge, ist gleich Wurzel 80. Ich nehme also einfach nur die y-Koordinate, setze hier ein Wurzel ein und das ist mein minimaler Term. Für x gleich
minus 6. So, das kann ich jetzt ausrechnen, wenn ich will. T-min ist gleich. Taschenrechner hernehmen, Wurzel 80 eintippen. Sind 8,94. Ja, Längeneinheit muss ich noch hinschreiben. Für x gleich minus 6. Und habe jetzt hier meine minimalen Streckenlänge berechnet und natürlich auch Acht geben auf die Aufgabe. Hier ist auch der Wert für x gefragt. Meine Empfehlung ist immer einfach beides hinschreiben. Ja, sowohl den x-Wert als auch das t-min. Wenn beides dasteht, hat man auf jeden Fall beides dastehen, auch wenn jetzt nur eins gefragt wäre, aber so ist man auf Nummer sicher.